Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, es ist Samstagmorgen, 6:30. Die Sonne ist schon vor einer guten Stunde aufgegangen. Ich habe auch nicht verschlafen, weil ich nicht den Sonnenaufgang fotografieren möchte, sondern ich will zu einer ganz bestimmten Stelle, wo ich dann gewisse Motive, bestimmte Motive mit der Sonne im Hintergrund fotografieren möchte. Und ja, hoffen wir, dass ich auch in eine schöne Sonne stand mit denen Motive im Vordergrund machen kann. So meine Bildidee im Kopf. Und auf dem Weg bin ich dorthin. Es ist wieder herrliche Luft. Die Vögel zwitschern fleißig drauf los. Und ja, auf dem Rücken habe ich hier unter anderem zwei Rollei-Stative, eins für die Kamera, eins für die GoPro und mein Verlaufsfilterset dabei von Rollei und die D7500 und das 16-80er mit der 2.8er bis 4.4er Blende. Mehr brauche ich, glaube ich, heute nicht. Hoffe ich zumindest. Von der Bildidee her sollte das reichen. So, ich bin jetzt schon hier angelangt. Und zwar geht es um den Punkt hier, wo so Granitsteine hier auf dem Boden verteilt sind. Und wie man schön sieht, kommt schon ein bisschen der Sonnenstrahl hinten rein. Und da möchte ich mit denen im Vordergrund und die Sonne im Hintergrund durch die Bäume durch mit dem Sonnenstern in ein Bild machen und dann mal noch sehen, was noch so kommt. Aber das ist so mein primäres Ziel für heute Morgen. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr mich auf der Kurztour, nenne ich jetzt einmal, hab da nicht vor, ausgiebig im Wald rumzumachen, begleitet und drückt mir die Daumen, dass das Bild auch so wird, so wie ich es immer Kopf habe, ja, dann lasst uns mal da reingehen zu den Steinen und mal die schönste Position suchen, ja, also bleibt dran, viel Spaß. So, hier sind meine Hauptmotive im Vordergrund. Und wie ihr seht, schon die Sonne links hinten der Ecke oben. Die kommt schon, also ich muss es aufbauen, weil die wartet nicht auf mich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt einmal ein Stativ hier aufgebaut, die Position, wo ich mir ausgesucht habe, und zeige ich mal kurz auf dem Bildschirm.
was ich jetzt vorhab. Bin jetzt auf ISO 100 mit den Settings und F16 und komme auf 1/4 Verschlusszeit. Hab den Fernauslöser drauf von Rollei. Und ja, machen wir jetzt das Testbild eigentlich ohne Verlaufsfilter. Aber ich denke, da werden die Stellen hier schon, wo die Sonne durchkommt, zu ausgebrannt sein. Vermute ich jetzt einmal. Ich mache mal 2-3 Testbilder. Und dann schätze ich, werde ich den Verlaufsfilter drauf machen müssen. So viel zu den Settings. Das ist ja die Position aus der Kamerasicht. Ja, die schönen Steine sieht man jetzt. Und ja, jetzt muss ich mich beeilen, Leute. Ich habe also 2 ND-Filter als Verlaufsfilter, einmal ND8 und einmal ND32. Und im ND8 habe ich mein erstes Testbild gemacht von den Verlaufsfiltern und da war einfach die Sonne noch zu ausgebrannt. Da hätte ich zu weit runtergehen müssen in der Belichtungszeit. Und dann weiß ich nicht, ob ich vorne dann den Vordergrund nochmal so raushole. Ja. Deshalb habe ich jetzt den ND32 drauf als Verlaufsfilter. Und ja, muss man jetzt schon eine neue Position suchen. Die Sonne wandert ja. Und werde jetzt mal hierher gehen. Und mal Scharfstelle bzw. meine Komposition wieder suchen. Nee, ich muss noch ein bisschen rüber, sonst bekomme ich keinen Sonnenstand hin. So. Jetzt habe ich es wieder. Ich glaube, ich bin zu nah dran, gell? Muss da ein bisschen weiter weg. Jetzt bin ich wieder da. Weiter geht's. So, da nochmal ein Check. Ja, Sonnenstand habe ich schön drin. Und jetzt brauche ich das meine Fernbedienung. Oh ja, das sah, kommen wir der Sache schon näher. Aber noch nicht zufriedenstellend. Ist das für mich? Das ist noch nicht zufriedenstellend. Muss ich für den Stand noch ein Ticken näher hier? Ist mein Stein im Weg? Da kommen wir der Sache jetzt schon näher im Bild. Einmal scharf stellen. Und go. Ja, das passt. Da habe ich jetzt schön die Steine. Im Vordergrund, wenn auch die Seite zu mir jetzt logischerweise im Dunkeln ist, weil ja die Sonne gegenüberliegend ist. Aber das kann ich dann mit der Tiefe ein bisschen rausholen, punktuell. Mit dem Radialfilter kann ich die ein bisschen aufhellen. Und habe auch das schöne Sonnenstrahl, der hier jetzt durch die Bäume durchgeht, schön durchs Grün, durch das saftige Grün, muss man wirklich sagen. Ja. Und schön da oben links in der Ecke im Baum, hinterm Baum, mein Sonnenstern. So habe ich mir das Bild im Kopf vorgestellt. Habe auch heute wieder meine Gummistiefel an, weil ihr wisst ja, zumindest bei uns ist Zecken Hochrisikogebiet und da will ich keine böse Überraschung erleben. Da mache ich den Biester ein bisschen schwerer zumindest. Jetzt haben wir es. Das ist mein Favorit.
Das ist mein Favorit. Histogramm mal anschauen. Ja, da kann man mitarbeiten. Ich mache noch zwei, drei, vielleicht die aus einer oder anderen Position. Und dann gehe ich noch ein paar Meter mal weiter. Bleibt dran. Ich hoffe, es bleibt spannend. Ups. Gehen wir noch den Weg, so 200 Meter hier lang. Mal sehen, ob sich noch eins oder zwei Motive finde, die sich lohnt aufzubauen. Und da drückt man die Daumen. Dann geht es auch schon wieder auf den Rückweg. Mein primäres Ziel habe ich ja, oder Bild beziehungsweise. Das war es für heute Morgen gewesen. Mein primäres Bild nenne ich es mal so. Hauptziel habe ich abgelichtet, so wie ich es auch in meiner Vorstellung hatte, und konnte noch insgesamt drei Bilder machen dann. Auch alle mit Sonnenstern, ja. Also wird die Überschrift lautet Sonnenaufgang in Anführungsstriche mit Sonnenstern. Oder vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Mal sehen auf meinem Weg. Also könnte es in etwa lauten. Irgendwas mit Sonnenstern dabei als Titel. Ja, würde mich freuen, wenn der mich weiterhin begleitet auf meinen Touren. Und ich euch schöne Bilder zeigen kann von Missourum. Die Sonne hat schon mit der Kamera ein Problem, oder beziehungsweise umgekehrt. Ja, dass er mich weiterhin begleitet auf meinen Touren und ich euch schöne Bilder davon zeigen kann, wo sich jeder dran erfreuen kann. Und ja, wem es gefallen hat, kann ja mal den berühmten Daumen oder ein Abo, der mich begleiten möchte, und die Glocke, der keins verpassen möchte, ja, anklicken. Und die Bilder kommen jetzt im Anschluss, alle drei. Und ja, da wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, bleibt gesund, munter, bis zum nächsten Mal, tschüss.